Hallo, mein Name ist Nadine Buhl, ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der mir selbst auferlegten Challenge, von der ich letztens auf meinem Blog berichtet habe. Ich habe heute gearbeitet mit dem Stempelset Du bist fabelhaft und ich habe diese Box daraus gezaubert. Die lässt sich so öffnen und da passt ordentlich was rein. Und ich werde euch heute zeigen, wie ihr diese Box machen könnt. Ihr braucht zuallererst ein Stück Cardstock. Ich habe hier Tip-Top Taupe genommen, wie die Amerikaner so schön sagen. In den Maßen 8,5 x 5,5 Inch. Ihr legt euch das Papier entlang der 8,5 in das Falzbrett an und falzt bei 1,5, 2, 4,5 und 6 Inch, dann dreht ihr das Papier und ob ihr das in diese Richtung oder in diese Richtung dreht, das ist relativ egal. Und falzt bei 1,5 und bei 4. Damit sind wir mit dem Falzen durch. Falls ihr übrigens heute im Hintergrund so ein monotones Geräusch hört, das ist mein Ventilator. Es ist wahnsinnig heiß hier. Und ich kann in meinem Kreativatelier momentan mich nur aufhalten, wenn der Ventilator läuft. Also entschuldigt da bitte, falls ihr ein Geräusch da hören solltet. Okay, wir sind fertig mit dem Falzen. Jetzt werden wir schneiden. Und zwar wird das hier oben der Deckel später sein. Und das wird diese Lasche sein. Diese Lasche hier. Und da beginnen wir damit, dass wir das Papier einschneiden. Und zwar bis zur zweiten Falz. Schnipsen uns die erste Falz weg und dann schneiden wir uns kleine Keile rein in das Papier hier, aber wirklich nur ganz eben. Und das machen wir, damit die Box auch noch schön schließen kann später. Wenn das zu groß werden würde, dann würde die Box nicht schließen und das wäre natürlich schade. So, machen wir auf der anderen Seite genauso, auch nur so ein ganz kleines bisschen den Keil reinschneiden und diese beiden Stücke, die kürzen wir uns auch noch ein, weil ansonsten würden die hier in der Mitte überlappen und das sähe nicht schön aus. Also schneiden wir uns einfach so grob jeweils ein Stück ab, dann schneiden wir hier in der Mitte entlang der beiden Falzlinie und auch hier schneiden wir uns einen Keil aus und den können wir aber richtig schön großzügig machen, denn der verschwindet nachher in der Box. Das sieht also kein Mensch mehr. Auf der anderen Seite genauso. Schön breit den Keil einschneiden. So. Und damit haben wir schon die Grundbox fertig. Jetzt werden wir uns noch hier oben mit dem Eckenabrunder das Ganze ein bisschen rund gestalten. Okay, als nächstes falzen wir jetzt mit dem Falzbein einmal alle Falzlinien schön nach, damit wir dann also nachher auch eine wunderschöne zusammengesetzte Box haben. Das wird also die Außenkante meiner Box sein. Jetzt drehe ich das Ganze um und bringe Klebeband an. Und zwar mache ich das einmal an den kleinen Stücken, einmal oben, einmal unten und hier an den breiten Stücken auch. Geduld. Heute läuft alles ein bisschen langsamer, weil es einfach wirklich sehr heiß ist. Okay, so. Na, da sind wir jetzt auch fertig. Okay,
Das war es auch an Klebeband. Jetzt drehe ich mir das Ganze wieder um und jetzt kommt Designpapier. Wenn ihr, so wie ich, Designpapier genommen habt, was einen gewissen Verlauf hat, dann müsst ihr jetzt später beim Schneiden und auch beim Kleben des Papieres ein bisschen Vorsicht walten lassen. Wir brauchen 2 Stücke Cardstock in den Maßen 2 3/8 mal 2 3/8 und 3 Stücke in den Maßen 1 3/8 mal 2 3/8, wobei eines der Stücke in die andere Richtung das Muster hat als die beiden anderen. Das wird nämlich später der Deckel am Deckel werden. Der hat natürlich einen anderen Musterverlauf als die Seitenteile. Okay, dann beginnen wir auch mit dem Deckel, drehen uns das Ganze um. Kleben uns das fest. So. Und die Box wird sich später so schließen lassen. Das heißt, das sind meine Seitenteile, das ist mein Vorderteil. Ich bringe mir also die Seitenteile an. Großen Stücken. Schön festkleben. Das hier wird die Rückseite werden. Die kommt natürlich dann in der anderen Richtung auf die Box drauf. Dann sind wir schon fertig mit dem Kleben. So, und jetzt können wir das Ganze zusammensetzen. Als allererstes nehmen wir uns das Klebeband von den kleinen Stücken ab. Und dann falten wir uns das so um, dass es also hier in die Falz reinpasst und kleben das hier fest. So haben wir nämlich später hier drinnen, falls ihr das sehen könnt, nicht diese kleinen Stücke. Die verschwinden jetzt gleich völlig. Auf der anderen Seite Klebeband abziehen und das Ganze wiederholen. Hier ansetzen, festkleben und jetzt brauchen wir nur noch die anderen Laschen drüber kleben. Alles sieht wunderbar sauber aus. Und ist schön stabil. Und damit ist die Box auch schon fertig. Und ihr seht, die klebt, die hält richtig schön, also der Deckel flippt da nicht irgendwie auf. So, dann habe ich mir in Melonensorbet den Schriftzug Du bist fabelhaft mit der 1/3-Stanze ausgestanzt. Dann habe ich von dem Kreisset den drittkleinsten Kreis genommen und in Vanille, in Flüsterweiß ausgestanzt und in Taupe aus dem dekorativen Etikett noch ein Element. Jetzt klebe ich den Schriftzug. Auf das Weiße. Dann das Weiße auf das Stück Taupe und da gucken wir, dass wir so nach oben und unten ungefähr denselben Abstand haben. Und das taupefarbene Stück mit 2 Dimensionals auf die Box. So, und fertig sind wir. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Tschüss.